Herzlich willkommen bei Wetten, dass. Mein Name ist HP Kerkeling. Diesen Satz werden Sie niemals hören. In Wirklichkeit sind Sie hier in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Mein Name ist unten eingeblendet und ich werde Ihnen folgenden Satz um die Ohren hauen. Herzlich willkommen im braunen Sumpf in Deutschland. Was hier los ist, der Verfassungsschutz, V-Männer überall, Mikrofönchen sogar bei den Nazis installiert. Und viele fragen sich zu Recht, muss jetzt der Verfassungsschutz auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Oder macht das der Einfachheit halber gleich die NPD? Und viele regen sich selbstverständlich zu Recht darüber auf, wir schicken Milliarden nach Griechenland und müssen für unser Tzatziki immer noch bezahlen. Was ist da los? Wir haben uns die Kamera geschnappt, sind vor einem Supermarkt unserer Wahl und haben den Leuten eine ganz einfache Frage gestellt, nämlich: Warum verfallen wir alle dem Konsum, während in Griechenland die Kinder verhungern? Ich glaube, wir können ja nicht aufhören, hier zu leben, weil die Griechen irgendwas falsch gemacht haben und nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ist es denn richtig, dass wir hier einkaufen und hier mit vollen Wägen die Lebensmittel umherfahren und in Griechenland, die können sich nicht leisten, da verhungern die Kinder? Ist das richtig? Sollen wir ein schlechtes Gewissen haben? Nee, das schlechte Gewissen soll man nicht haben. Es soll ja was geben, aber dann sollen es diejenigen kriegen, die es wirklich brauchen. Ja, die Griechen? Ja, nur weil wir was essen müssen. Ja, die Griechen auch? Da müssen wir, keine Ahnung. Nee, das ist der Merkel in ihrer Angelegenheit. Das stimmt, macht ihr. Ja, irgendwo tun sie alle verhungern. Ja. In jedem Land. Nicht nur in Kriegen. Auch bei uns? Na, freilich. Wo in Suhl? Suhl Nord wahrscheinlich? Ja. Sonst wird man keine Eiche. Man braucht ja nicht nur in die Schulen zu gucken. Nee. Das braucht man einfach nur raus auf die Straße. Ja. Auch so. Ja. Ich habe heute zwischen Suhl Nord und Zeller eine tote Katze gesehen auf der Chaussee. Ich würde bald sagen, das liegt am System. Ja, an das System, wie jeder Mensch mit dieser Situation umgehen kann. Jetzt muss ich mal einhaken, Sie haben einen ganzen Korb voll Pfandflaschen. Ja. Wie finden Sie das Pfandsystem? Ich finde es ganz gut. Am Anfang war es ein bisschen schwer zu optimieren, wegen der Umstellung. Aber ich denke, das ist Recycling, ja. Und dass es zurückgeführt werden muss. Das sind wieder Rohstoffe, die eingespart werden. Ja, und das die Griechen schmeißen ihre Uso-Flaschen fast alle weg. Ja. Liegt es vielleicht daran? Ja gut, wenn sie halt Uso mit ihren Schnaps verbinden wollen und sich damit ernähren. Ja gut, ist jetzt nicht das Grundnahrungsmittel, die trinken wahrscheinlich auch mal ein bisschen Tzatziki. Wir tun ja auch Flaschen recyceln, wir tun ja auch Gläser recyceln, warum machen Sie es nicht? Was wir denen schicken wollen, wir werden die nächsten Milliarden locker machen müssen, so wird es weiter werden, es wird nicht anders werden. Also sagen wir mal so, du eine, ich eine? Ja, wenn wir beide zwei losschicken, aber ich schätze, die 2 Milliarden werden immer noch nicht reichen. Ah ja, such dir einen aus, wer noch mitmacht. Das wird ganz schön happig werden, aber da müssen wir mal gucken. Ich glaube, sie hat eine. Meinst du, sie hat auch noch eine? Oh na ja, dann nehmen wir von der die Milliarde dann halt auch noch mit. Was für ein Zufall, dass wir heute eine Band hier haben. Da ist ein Mitglied sogar Halbgrieche. Reezy heißt die Band, kommt aus Gießen. Wäre Lolla auch richtig gewesen? Ja, die Umgebung, Lolla, stimmt schon. Okay, und wer von euch beiden ist jetzt aus Griechenland? Also ich bin nicht aus Griechenland, sondern bin in Deutschland geboren, habe somit auch gar nichts mit der Finanzkrise am Hut. Nur meine Mutter ist Griechin. Ah ja. Und bist du da mal irgendwie mit diesem Thema konfrontiert worden? Oder? Überhaupt nicht. Also am Wochenende gab es noch Gyrosuppe bei uns zu essen, also alles noch total griechisch, zumindest vom Essen her. Ah ja. Aber sonst. Aber selbst bezahlt. Aber selbst gekocht. Reezy, die Band, die Reezy ist jetzt auch ein wirklich typisch deutscher Name, aber sie machen deutsche Musik mit deutschen Texten. Richtig. Und ziemlich guten sogar. Hören wir gleich nach dieser kurzen Unterbrechung mit Einkaufstipps. Schön, dass Sie noch da sind. Reezy heißt die Band und sie kommt aus Gießen. Und Marisa ist Namensgeberin für die Band. Was war zuerst da, du oder die Kapelle? Ich war zuerst da, wohl bemerkt. Ja, der Spitzname hat sich entwickelt. Meine Schwester hat mich irgendwann mal Reezy genannt. Mhm. Und dann waren wir gerade auf Namenssuche und dann hat sich das irgendwie angeboten. Aber wie läuft denn sowas? Also du bist die Sängerin der Band. Genau. Florian ist einer der Mitmusiker dort, also in Wirklichkeit seid ihr 5, ne? Ja. Und wie ist denn das? Gibst du einen Ton an, sagst du, was gesungen wird und sagst hier, ich habe ein neues Lied gemacht, ihr müsst das jetzt spielen oder wie funktioniert das?
Ja, das ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Das ist so demokratische Zusammenarbeit bei uns. Ja, ich habe meine Textidee, aber ich kann ja leider gar nichts spielen, muss ich ja zugeben. Und dann müssen die Jungs halt was draufklimpern oder... Natürlich. Oder Flo kommt mit super tollen Textideen oder musikalischen Stöcken und dann wird er drauf halt. Also schon basisdemokratisch die ganze Unternehmung Weezy? Ja, im Großen und Ganzen schon. Also es wird viel im Studio von mir vorproduziert. Ich habe in einem Tonstudio Praktikum gemacht und habe da super viel gearbeitet und auch viel an anderen Projekten gemacht und kann dann auch gern mal, wenn ich eine gute Idee habe oder die für gut halte, ist ja immer so eine Sache, die auch ganz gut vorproduzieren. Und manchmal existieren dann wirklich schon alle Elemente. Und du kommst dann damit hin? Ich komme dann damit hin und... Mach mal jetzt den Text, den du im Kopf hast, darauf passend. Ja, wenn ich ganz kreativ war, gibt es auch schon einen Text. Dann ist doch vielleicht in Ordnung. Aber sonst muss jetzt die Marisa dran und einen Text schreiben. Wir gucken uns jetzt die Kapelle mal an. Die sieht nämlich in Wirklichkeit so aus und hört sich auch in Wirklichkeit so an. Ganz schickes Video von einem neuen Song. Man hört den Song 20.000 Meilen und man sieht aber den Videoteaser zu Raum und Zeit. Ein etwas verblüffendes Ereignis, was Ihnen da jetzt vorgesetzt wird. Gucken Sie mal. Kann kein Kaffee mehr sehen, selbst die alten Songs klingen leer. Ohne dich ist wirklich nichts mehr schön. Meilen im Kreisverkehr. Wie viel ist das in Kilometern? Das ist jetzt eine fiese Frage. Ja. Ich habe Mathe 5 Punkte gehabt in der Schule, ich bin raus. Ich einen Punkt, ich bin eigentlich auch raus. Auf so eine Frage müsst ihr vorbereitet sein. Wie kommt man auf 20.000 Meilen, weil es so schön klingt? Ja, man muss ja zugeben, das hat sich nicht so gut gereimt mit Metern oder Kilometern. Kilometer klang einfach nicht so schön. Ja, 20.000 Kilometer im Kreisverkehr. Genau. Ja, das wäre ein Ballermann-Hit geworden. Ja. Aber so ist es ein schicker deutscher Song. Ihr macht nur deutsche Musik? Genau. Ist das gerade wieder im Kommen? Man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird wieder mehr. Ja, es kommen gerade viele deutschsprachige Sänger zu Wort. Viel Singer-Songwriter-Zeug, aber ja, ist das immer da gewesen. Ist das Deutschtümelei? Müssen wir das schon in die berühmt-berüchtigte Nazi-Ecke stellen, die da im Moment ja aufgemacht wird? Blödsinn. Der dicke Mann im Fernsehen erzählt Blödsinn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nee, muss man nicht, aber Nein. Das hat damit nichts zu tun. Hat das was mit Nationalstolz zu tun, wollte ich eigentlich fragen. Überhaupt nicht. Nee. Das hat mehr was damit zu tun, dass man sich auf Deutsch einfach besser ausdrücken kann als auf Englisch. Oder wir, also... Ja. Obwohl wir beide Englisch LK hatten, hat es auf Deutsch mit den Texten irgendwie doch besser geklappt. Genau. LK für die Jüngeren unter uns, das ist der Leistungskurs. Aber jetzt mal zurück zu eurer Musik und euren Texten. Wir hören nämlich heute auch einen Song von euch. Genau, das ist der Song Heimweh. Wir spielen den heute akustisch. Ist ein super schöner Song. Wir haben auch mal was dazu gedreht in Frankreich. Also es passt ein bisschen zur Stimmung. Das ist schon... Kann man auf der Internetseite, schätze ich mal, sehen, richtig, oder? Gucken Sie mal auf die Internetseite, Adresse ist unten eingeblendet. Dann sehen Sie Bilder aus Frankreich. Die Musik hören Sie jetzt hier, also hier, nicht umschalten. Ne? Die Musik hören Sie jetzt hier. Reezy in der Akustik-Minimalbesetzung, nachbarsfreundlich, hier bei uns mit dem Song Heimweh. Bestimmt für ein Wiedersehen gibt es ein Wiedersehen. Ich will's unbedingt. Sinnlose Konfrontation, ich bereue das schon. Kann verstehen, dass du gingst und mich jetzt dazu zwingst, dass ich hierher komm, immer wieder komm.
Füße verbrennen, hast du denn gar kein Heimweh? Kannst du nicht spüren, dass ich immer noch hier steh? Soll ich denn wirklich heimgehen? Muss ich den Sand durch die Finger rieseln sehen? Da 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 da. Schwere Wolken vom Land verdunkeln den Strand, der rosa Himmel wird grau. Und ich weiß genau, dass du nicht mehr kommst, heute wohl nicht mehr kommst. Könntest du mich hier sehen, du würdest verstehen, dass egal was passiert, keiner von uns verliert. Und ich warten kann, ganz lange warten kann. Bis ich dich wieder seh, hast du denn gar kein Heimweh? Kannst du nicht spüren, dass ich immer noch hier steh? Soll ich denn wirklich heimgehen? Muss ich den Sand durch die Finger rieseln sehen? Hast du denn gar kein Heimweh? Kannst du nicht spüren, dass ich immer noch hier steh? Soll ich denn wirklich heimgehen? Muss ich den Sand durch die Finger rieseln sehen? Da 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 da. Ein wundervoller Song. Heimweh, Reezy heißt die Band. Vielen Dank für euren Besuch. Internetseite blenden wir jetzt nochmal ein, denn da gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel aktuelle Auftritte, Fotos, Videos, Live-Auftritte, Podcasts. Die komplette also Band. Gibt es eine ganze Menge. Weil die anderen auch angucken. Also, Freundinnen und Freunde, Reezy haben wir gehört. In der nächsten Woche sehen wir uns hier wieder und da beschäftigen wir uns mal mit der Kirche, die sich offensichtlich gerade an die studentische Bevölkerung Deutschlands ranmacht. Und das ist alles nicht gut. Aber schalten Sie wieder ein, dann erfahren Sie mehr. Bis dann. Tschüss.